Chocolate Chip Toaster Pastry. Anti-Durchfall-Tabletten. Multigram Snack Bread. Peanut Butter. Du kriegst dein Fettfleisch. Also, ist das Kleber? Kokomilch. Seh, der wirkt nach. Hey Leute, ich bin's Fritz und bin mit Niklas gerade auf einer kleinen Lost Place Tour und wir dachten, wir testen einfach mal ein bisschen Ausrüstung und zwar MRE. Meal Ready to Eat. So sieht's aus. Von den Amerikanern. Denkt dran, am Ende gibt's wieder ein bisschen was zu gewinnen. Ich werde MREs an euch da draußen verlosen, also bis zum Schluss dranbleiben. Ich habe oben in der Ecke vorsichtshalber wieder Werbevideo eingeblendet und alle Ausrüstung, die ihr seht und natürlich auch die MREs, sind unten in der Videobeschreibung verlinkt und auch nochmal im ersten angepinnten Kommentar. So, das ist das gute Stück. Also, Meal Ready to Eat. Warfighter Recommended, Junge. Junge, was heißt Recommended? Ich kann kein Englisch. Empfohlen. Warfighter Tested, Warfighter Approved, Leute. Ja? Kriegskämpfer empfohlen. Vom Kriegskämpfer empfohlen. Genau. Leute, ihr merkt schon, das ist heute eine ganz entspannte Talkrunde, ja. Also, nehmt euch vielleicht ein Teechen, ja, ein Wässerchen oder wenn ihr wollt auch ein Bierchen und wir testen das ganze Ding mal. Also, das ist übrigens Menü 4, Spaghetti mit Fleisch und Soße. Also, flammlose Zubereitung. So, jetzt machen wir die Scheiße hier mal auf. So, Reiskante. Ist hier eine Reiskante? Nee, so. Auf. Amerikanische Ingenieurskunst. Ziehe auf das Ding. Junge, das ist Warfighter. Du musst ein Warfighter sein. Warfighter nehmen Messer für sowas, ich glaube auch. Moment, ja. Hallo. Ah, hier. Komm, das ist... Okay, hier haben wir erstmal nur die Hülle. Ei, Milch, Soja und Weizen. Also hier, wen es genau interessiert, Inhaltsstoffe, macht einfach jetzt Pause und dann könnt ihr euch das durchlesen. Was haben wir hier als erstes? Chocolate Chip Toaster Pastry. Was ist ein Pastry? Ich glaube, Pastete ist das. Also eine Schokoladenpastete? Schokoladenchips-Toast-Pastete. Ja, das klingt also erstmal eher nach so einem Nachtisch. Okay, das ist hier so ein Special. Machen wir auf. Beverage Base Raspberry Type 3. Raspberry, ist das nicht irgendwie irgendeine Beere? Beere, hätte ich auch gesagt. Pulver. Ah, ist das so ein Getränkepulver vielleicht? Also steht nichts drauf, aber definitiv Kaugummis. Nein, nicht, dass wir die essen, dann sind das irgendwelche Tabletten. Genau, Alter. Kauen erst mal Anti-Durchfall-Tabletten. kauen erstmal Anti-Durchfall-Tabletten, wenn wir denken, es ist Kaugummis. Okay, wir probieren es auf jeden Fall nachher. Das hier ist, glaube ich, einfach nur ein Serviette. Refreshing Moist Towelette. Ah, nee, Towel. Towel ist doch... Handtuch, also so... Ja, Feuchttuch. Ja, ein Feuchttuch. So, und hier haben wir Salz. Also sind safe auch Pommes mit dabei, wenn Salz ist. Oh, das sieht nach diesem Heater-Bag aus, oder? MRE Heater. Doch, doch. Was sind Raisins? Rosinen! Oder? Raisins, Rosinen? Raisins. Frucht, das ist ein Rosin. Ja, sag ich doch. Blackberry Jam. Das ist Marmelade. Schwarzbeermarmelade. Ah, okay. Gut, wenn wir jetzt aber hier Marmelade haben, dann erwarte ich eigentlich auch gleich noch Brot, ne? Bin ich mal gespannt. Milk Chocolate als ob. Guck mal an, das ist wie so eine Flasche. Das ist wie so eine Schokomilch für den schönen amerikanischen Soldaten, wenn er am Schützengraben liegt. Haut er sich abends auch noch erstmal schöne Schokomilch rein. Hier ist das Brot. Multigram Snack Bread. Hier ist irgendein Brot drin. Das ist Spaghetti. Deswegen ist das auch grün. Ne, das ist einfach clever gemacht. Nee, also grün Heater. Das ist quasi die Hauptmahlzeit. Peanut Butter. Ja, so, ja. Und das war's. Genau. Okay. Nur noch der Löffel. Also so. Der Spooner. Wir sortieren das jetzt mal in theoretisch einzelne Mahlzeitenblöcke. Weil ich sag für mich 24 Stunden. Das heißt, ich will ein Frühstück haben. Ich will ein Mittag haben. Ich will ein Abendbrot haben. Und vielleicht so ein bisschen Snacks zwischendurch maximal. Kaugummi, also die Durchfalltabletten. Die musste, glaube ich, eine morgens, eine abends. Hätte ich jetzt gesagt. Ey, nein, das sind Verstopfungstabletten. Das kann auch sein, damit du nicht auf Klo musst. Genau. Die Cola-Wasser. Ja. Auslöffeln. Guck mal, wir haben hier dieses Heaterpad. Und hier ein Einschieber. Man braucht da ein Raketenwissenschaftlerstudium für. Ja, auf jeden. Und stopp. Also ich denke mal, in Amerika gibt es einen extra Lehrgang dafür. Also zumindest bei der Bundeswehr hätte man eine extra ATN, also eine extra Bescheinigung. Man müsste quasi eine Art Führerschein für das MRE machen. Ich hatte doch gerade... Ey, warte mal. Ganz unten, oder? Ja, hier. Hier in dem Bereich, da wo es nass ist. Ey, das ist schon gut. Wir stellen uns einfach nur dämlich an wahrscheinlich. So, wir warten jetzt 15 Minuten lang. 2-3 Minuten sind vergangen. Der Beutel hat sich jetzt wirklich aufgebläht. Also man sieht es hier richtig. Und es ist jetzt wirklich überall... Wärme drauf und es ist richtig heiß. Ja, es bleibt weiter spannend. Da kannst du die Pfoten verbrennen. Ja, auf alle Fälle. Ihr seht ja auch schon schön, wie das alles beschlägt und wie so kleine Wasserbläschen entstehen. Guck dir mal an. Alter, das platzt gleich. Da habe ich das nächste Feature fast schon wieder übersehen und zwar, das kann man hier so einknicken, wie bei einer Special Pommes Schale. Ich muss sagen, den Löffel finde ich stylisch. So ein brauner Löffel, den lasse ich auf jeden Fall in meinem Sortiment. Den schmeiße ich nicht weg. Ja, das ist cool. Ja, soll ich vielleicht mal ein Video über ein EPA machen und mal ein EPA testen? Schreibt es in die Kommentare. Fühlt sich lauwarm an irgendwie. So sieht der Spaß jetzt von innen aus. Ich finde, es sieht jetzt nicht irgendwie unlecker aus. Also ich freue mich drauf. Es sieht für meinen Geschmack nur sehr, sehr wenig aus.
Naja. Also temperaturmäßig hätte man es auch einfach sich irgendwie unter den Arsch legen können beim Autofahren. Also es schmeckt jetzt nicht scheiße. Das kann man nicht sagen. Ich muss sagen, so eine Dose Ravioli schmeckt besser. Ja, das stimmt. Was geil ist, es sind wirklich kleine Fleischklumpen drin. Ja, kann man sich mal geben. Haut einem geschmackstechnisch jetzt aber nicht vom Hocker. Eber-Vergleich zum Beispiel, ne, ist jetzt ein bisschen vorgezogen, aber kenn ich ja von der Bundeswehr, hast du ja diesen kleinen Esbit-Kocher. Da kriegst du das Zeug richtig heiß, das blubbert. Chocolate Chip Toast Pastry. Ja, was ist das? Also, oh, ich pack das hier drauf. Leute, übrigens, sorry für die ganzen Autogeräusche im Hintergrund, wenn die immer mal wieder kommen. Aber das ist gefüllt, oder? Okay, das ist also mit so einer leichten Schokoschicht gefüllt. Ich finde das mal gut. Ist geil. Doch. Also ich bin eigentlich nicht so der Schokotyp oder habe es mir abgewöhnt, sagen wir mal so. Ich umso mehr und wer Süßes mag, wird es geil finden. Sehr schokoladig. Passend dazu gibt es jetzt natürlich gleich zum Vergleich das Brot. Und das machen wir jetzt hier einmal mit Peanut Butter. Da guckt der Stift. Mmh. Hast du schon mal Erdnussbutter gegessen? Du kriegst gleich ein Fettflash. So, das ist die Marmelade. Das ist jetzt hier das Ding, was ich testen werde. Du hast mal ein Sonnensegel spannen hier. Mmh. Einfach der komplette Schock. Was sagst du? Peanut Butter mit Marmelade. Ja. Echt? Ja. Ey, ja? Na komm, warte in der Ecke. Beiß ab. Ich sag's dir, das ist es. Schmeckt halt einfach nur Peanut Butter. Auf den Fettflash. Das Brot ist so, ja. Ist okay. Also, ist okay. Schmeckt man eigentlich nicht, weil da so viel Peanut Butter drauf ist. Ja, und dafür, dass es so komprimiert ist, ist es okay, ja, würde ich sagen. Ejo. So, Gönnung. Na zdorovje. Na zdorovje. Das ist geil. Also, ist das Kleber? Ich klebe die komplette Fresse voll. War die Hälfte erst. Ich glaube, das ist das, was sättigen soll. Peanut Butter schmeckt so, wie eine Peanut Butter schmeckt. Ja, Marmelade auch. Also, ja. Getrocknete Weintrauben quasi. Ja. Ja. Schmecken wie normale Rosinen. Die Frage ist ja, für was war das Salz? War das für die Bolognese gedacht? Ach, siehst du, das Salz. Stimmt, das Salz. Wofür ist denn das Salz? So, die Frage ist jetzt, Schokomilch oder Getränkepulver? Beides. Hot or cold water. Full quantity, fill the line. Also, hier vorne ist so eine Linie drauf. Dahin muss man das Ganze einfach vollfüllen. Machen wir zu. Schokomilch! Das ist jedenfalls die Schokomilch. Der Gerät ist für 591 Milliliter. Ey, warte mal. Schmeckt oder schmeckt nie? Schmeckt mega schokoig, aber voll nach Wasser. Ja? Schmeckt wie Schokowasser. Der Blick. Es fehlt das Fett. Das wäre so, als würdet ihr Wasser trinken und das Wasser schmeckt nach Döner und denkst so, hä, das passt ja, nicht. Ja, genau. Das ist einfach, es passt nicht. Konsistenz vom Wasser, aber schmeckt nach Schoko. Parallel. 591 Milliliter einfüllen hier gleich. Hm? Und so ein kleines Ding, ja, das soll wirken. Das klingt für mich wie ausgedacht. Hau voll. 600 Säulen, wir machen 300, bei 300 ist die Hälfte. Hm? Und dann schmeckt es bestimmt auch und ich sage dir, wenn wir es abfüllen, schmeckt es richtig nach nichts. Mit zwei MREs kommst du safe dekadent durch den Tag. Ja. Mit einem wirst du wahrscheinlich auch durch den Tag kommen, aber ich glaube nicht, dass du gesättigt bist. Wir haben jetzt nur die Hälfte an Wasser reingemacht, um den ultimativen Test zu machen. Wichtig ist, als allererstes ein Geruchstest und fächeln. Also, hört ihr das? Es riecht sehr intensiv. Oh. Ey, der wirkt nach. Alter, das klebt dir das zu. Alter, das ist richtig, das süß. Ist richtig süß. Na komm, 550 und die Flasche ist alle. Ist für mich persönlich, als Wassertrinker, kannst du da nochmal einen halben Liter reinkippen. Yo, selbst als Sugarboy. Es ist immer noch richtig süß. Ich würde sagen, da passt noch ein bisschen, geht noch. Wollen wir vorher noch so eine Verstopfungstablette erstmal nehmen? Ja, gleich, auf alle Fälle. Gib mal her hier. Das ist Kaugummi. Der schmeckt nach Zimt oder so. Das ist ein Zimt-Kaugummi. Alter, schmeckt übelst nach Zimt. Überlege doch mal. Selbst die Kaugummis schmecken übelst süß. Komplett nach Zimt. Mich hat der Wunder, dass nicht noch irgendwie eine Tüte Zucker für die Spaghetti da ist. Ja. So, du kriegst hier das Feuchte. Hallo, bitteschön. Nachdem der ganze taktische Bart voll mit Spaghetti ist halt ein Handtuch. Ihr wollt ein paar MREs gewinnen.
Dann erstens natürlich Kanal abonnieren, zweitens Daumen nach oben auf das Video geben und drittens schreibt mir in die Kommentare eure Erfahrung mit Outdoor-Nahrung. Sei es jetzt wirklich so fertige Sachen, die man aufkochen kann oder auch so Sachen von der Armee, EPA, MRE. Schreibt das gerne mal rein, ob ihr da schon mal was probiert habt. Nicht vergessen, alle Sachen sind wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt und natürlich auch im ersten angepinnten Kommentar. Und da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis denn. Ciao, ciao.